Ich band also die Leiche auf die Leiter und schob sie über den Spalt hinüber. Ich sprang nach und alles weiter ergab sich sodann mehr oder weniger von selbst. Ich trug die Leiche über das flache Dach. Ursprünglich hatte ich vor, sie auf irgendeiner Treppe zu deponieren, vielleicht sogar einen Kamin hinunterzuwerfen. Doch plötzlich bemerkte ich ein offenes Fenster. Ich wusste sofort, da mir die Wohnungen bekannt waren, dass es sich nur um ein Badezimmer oder eine Küche handeln konnte. Ich machte aus einer mitgebrachten starken Bandage eine Schlinge und verknüpfte diese unter den Arm der Leiche zu einem Doppelseil, das ich an den Leiterhaken an einem Kaminvorsprung hängte. Dann ließ ich die Leiche vorsichtig vornüber auf Fensterhöhe, kletterte ein Abflussrohr hinab und konnte bald darauf meine Fracht in das Badezimmer einholen. Der Zwicker fiel mir zufällig in die Hand, als ich in meiner Tasche nach dem Messer suchte, mit dem ich die Bandage aufschneiden wollte. Sofort kam es mir in den Kopf, dass dieser Zwicker die Angelegenheit nur nützlich komplizieren könnte, aus welchem Grund ich ihn dann auch der Leiche auf die Nase setzte. Nach Tilgung aller Spuren meiner Gegenwart zog ich mich auf dem gleichen Weg zurück, den ich gekommen war, und hatte schließlich nur noch im Krankenhaus den Kopf von Thomas zu bearbeiten.